So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Jetzt funktioniert das Mikrofon auch wieder. Ich soll es doch immer wieder einschalten. Lasst uns gechillt wie ein Chinchilla durch Palia starten. Schauen wir uns mal ein bisschen an, was hier alles gibt. Also hier können wir jetzt die Körperform wählen. Zumindest können wir es probieren. Mal ein junger Mann. Oh. Ein junger Mann mit Zöpfen. Ja. Oder eine Frau. Ohne Zöpfe. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. Warum hatte der Mann jetzt Zöpfe und die Frau nicht? Okay. Egal. Ah, wird immer wieder verändert. Cool. Wollen wir mal checken. Der andere hat es gerade ausgeschaut wie Quasimodo. Oh. Na, schauen wir mal. Stellen wir mal ein. Es ist eigentlich so dunkel. So, ich gehe erstmal auf Hautton. Machen wir den da. Gesichtsform. Ja, Kastik. Erst Augenfarbe. Dunkelbraun. Sprachchat. Soll ich doch mal die Kopfhörer aufsetzen? Was sind die überhaupt? Das sind sie ja. Also nicht unten ist relativ düster. Juhu. Ja, genau, die weibliche Stimme. Das ist, ja. Weiß ja nicht. Also, als allererstes nehmen wir erstmal die Haarfarbe. Jet Black. Jet Black. Jet Black mit Weiß. Jet Black. Sehr lustig. Kopftuch? Jetzt? Nein. Nein. Schaut aus fast wie Soccer. Ich glaube, ich bleib bei dem. Brown. Ah, okay. Nee, das machen wir so. Oh, es gibt eine Brille. Aber schlecht. Oberteile. Oh, cool. Da gibt es so welche, die gar nicht mal so schlecht ausschauen gleich am Anfang. Ich finde, so ist eigentlich ziemlich cool. Das ist lässig, oder? Das sind der. Hm. Hat schon was. Na, uns ein schönes Kleid hier anziehen. Nee. Unterteil. So, jetzt fühle ich mich irgendwie wie Helden in Strumpfhosen oder so in der Art. Aber das ist die passende Hose dazu normalerweise. Nee, das war's nicht. Ne, wir machen jetzt die Heldenstrumpfhose Sache. So, dass das zusammenpasst. Haut.
Also, das sind dann die Augenbrauen-Make-up oder was? Nee, nee, dann machen wir nichts. Muss den akzeptieren. Bestätigen. Im Dorf nennen. Planlose Zocker. Rednock. Nicht meinen echten Namen. Na gut, das wird schwierig. Jetzt bin ich gespannt. Time for you to go out into the world. I have high hopes for what you can accomplish. Vor allem, wie viel das jetzt schon spielen und dann halt auch da schon alles natürlich verbaut ist oder dergleichen. Wie ihr seht, meine Lichtquelle ist ziemlich schlecht. Ich müsste jetzt noch in meinen Schrank da drüber mal eine Lichtquelle einsetzen, dass ich da dann Lichtquellen links, rechts noch hab oder sowas. Mal sehen, vielleicht gibt es da irgendwas zum Einklipsen. So, während der jetzt lädt. Warte ich noch kurz. Jetzt sind wir nämlich drin. Der Grafikstil ist schon so irgendwie so wie Wayfinder und die ganzen anderen Anime-looking Games. Da bin ich mal gespannt, ob sich der Stil jetzt so durchsetzt dann oder nicht. Upsi. Lost Soul. Ich hab doch gar keine blauen Stiefel gemacht. Ever feel like there aren't enough hours in the day? Oh mein Drache. Bist du einfach aus dem Nichts aufgetaucht? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Eher aus einer spiralförmigen rosa Leere. Das ist auch lustig. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin froh, hier zu sein. Nun, ich bin hier nicht wahr. Oh, erzähl mir mehr über diese Leere. Keiner der anderen Menschen weiß mehr, woher er kommt. Das ist also eine ziemlich große Sache. Tut mir leid, mehr weiß ich auch nicht. Andere Menschen? Ja, du bist nicht der erste Mensch, den ich hier in Palia gesehen habe. Ah, okay. Es ist das erste Mal, dass ich in einen riesigen Lichtkokon auftauche. Aha. Wir sollten langsam mal gehen. Wir sollten langsamer gehen. Ich glaube, die wollen meinen da eher, wir sollten langsam gehen. Warum nimmst du nicht diese Karte und gehst in die Stadt, wo du mit Ashura, dem Gastwirt, sprechen kannst? Er hat anderen wie dir geholfen, sich einzuleben. Okay, die Übersetzung ist nicht ganz so gut manchmal.
Ich würde dir jetzt selbst helfen, aber ich arbeite hier an etwas und ich bin so kurz davor, es herauszufinden. Okay. Ich war so überrumpelt, dass ich vergessen habe, mich vorzustellen. Mein Name ist Gina. Ich bin eine angehende Gelehrte und erforsche dieses All... Und erforsche diese alten Ruinen. Und das hier ist mein Forschungsassistentin, Hacker. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne fragen. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Ja, dann arbeite mal. Okay, das ist eigentlich... Schiff des Rennen, okay. Look around, ja. Habe ich verstanden. Miau, miau, miau. Oh. Das war zu schnell. Ach du Scheiße, warum leckt denn das? Ah, okay. Mhm. Alles klar. Hey, der kann auch springen. Kann ich mich hier schon umschauen? Kann ich hier schon was machen? Nein. Ja, wenn man springt, weiß ich. Ups. Ja, aber irgendwie ruckelt es. Warum auch immer. Oh, okay. Ausdauer wird dann gezogen beim Klettern. Okay, alles klar. Sogar der Sound ruckelt. Okay, ist ja auch eine Beta, gell? Open Beta. Also wer Lust hat auf Palia, Open Beta hat angefangen. Aber wie gesagt, es ruckelt noch ganz schön. In der Ashura in Kilmar. Kilmar. Ah, da wird sogar angezeigt, wo sie ist. Okay. Aber der Sound, der geht und dann geht er wieder nicht. Das ist irgendwie komisch. Schicke Häuser. Ich weiß nicht, dass es so riesen Spaß macht. Also entweder ist es jetzt abgeratzt. Oder aber... Es macht eine Pause. Macht eine Pause. Okay, jetzt weiß ich nicht, ob's... Hey, da ist Tisch. Hm, jetzt muss ich mal kurz was nachschauen. Vielleicht liegt's daran. Tisch. Aber Tisch ist... Welcome to the valley. Ah, ich denke, das ist ein Ding-Charakter. Hi, willkommen in Tal. Ich heiße Tisch und führe den Möbelladen. Aha, okay. Bist du neu im Dorf oder nur auf der Durchreise? Ich bringe gerade... Bin ich gerade erst eingezogen? Ich bin gerade wie aus dem Nichts hier aufgetaucht. Ganz schön hart. Als mein Bruder und ich hier
hergezogen sind, hat es ein Weilchen gedauert, bis wir uns angepasst haben. Und wir sind nur aus dem Nachbardorf hergezogen, nicht aus einer ganz anderen Welt, so wie du. Aber wenn du Hilfe mit den Bewohnern brauchen solltest, kannst du mich gerne fragen. In dieser Gegend bin ich als diejenige bekannt, die selbst mit den schwierigen Persönlichkeiten gut auskommt. Wenn du Gegenstandsaufträge erfüllst und Geschenke verteilst, sehe ich das deine Beziehung. Aha. Aha. Alles klar. Freundin. Nein. Da bin ich falsch. Also das ist echt irgendwie nicht so cool. Was diese Einbrüche jetzt zu tun haben. Also der CPU-Auslastung kann es nicht liegen. Und die Frames eigentlich auch nicht. Weil die sind auch. Aber das macht doch dann keinen Spaß. Leute. Mir macht das keinen Sinn dann. Grafikqualität. Machen wir mal auf hoch. Schau mal, vielleicht funktioniert es jetzt besser. Nein, funktioniert nicht wirklich besser. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das weiterzumachen. Wenn es nicht geht, dann werden wir einfach mal was anderes machen. Jetzt gucken wir kurz. Da ist er ja. Take a load off. Ashura. Aber das ruckelt so gewaltig. Ich glaube, das macht keinen Spaß. Ich bin gleich wieder da. Muss mal ganz kurz was nachschauen.
So, geht gleich weiter. Hi. Hier ist ein Promo für... Was? Ah, okay. Promocode. Das danke, aber nö, brauche ich nicht. Aber danke trotzdem. Promocode für 10 Schuhe, schau. Auch lustig. Was nicht alles gibt. Willkommen in der Gastbeherbergung. Seit es momentan kein Zimmer im Gasthaus frei. Dafür gibt es aber im Nordosten ein paar alte Grundstücke. Dort kannst du ein Zelt aufstellen. Das ist gut. Wie wäre es, Lust auf ein lauschiges Plätzchen in der freien Natur? Es gibt nichts Besseres, als unter den Sternen zu schlafen. Ich stehe nicht so aufs Zelten. Bin nur froh, einen Platz zum Schlafen zu haben. Yo! Der Nachthimmel ist hier wunderschön. Er wird dir bestimmt sehr gut gefallen. So, mal schauen. Wenn du ein Zelt bauen willst, musst du zuerst ein paar Materialien sammeln. Ah, ja, klar. Ich habe hier eine Axt für dich. Das war schon mal gut. Aber wegen der Hacke. Musst du unseren Bergarbeiter Hodari sprechen. Hodari, wir sind Hodari. Das Glück, denn er sieht gerade nach den Grundstücken. Nimm einfach den Weg in Richtung Nordosten, den Hügel hoch. Hier, ich habe dir die Stelle auf der Karte markiert. Nordosten, okay. Verläufst? Kannst du gerne hier zurückkommen, dann lösen wir dein Problem. Okay. Aber jetzt schauen wir mal. Oh Mann, 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 Mann. Kein Problem. Kann ich nicht immer hierher kommen. Nordosten. Und jetzt hier rauf. Hodari. Den Hodari müssen wir treffen. Hodario. Ups. Ja.
Erinnert mich ein bisschen an die Zwerge. Der große Rodario hieß der. Nicht Rodario. What? Es geht voran. Es ist aber noch viel Müll übrig. Oh, hi. Hodari Pavel von Pavel Mining. Was kann ich für Sie tun? Ashura hat mich wegen einer Spitzhacke geschickt. Du kannst mir sagen, wie du deine bekommen hast. Bin ich hier richtig? Hallo, ich bin Kretnok. Interessanter Name. Ich nehme an, Ashura hat dich ja geschickt. Sie hat... Er hat... War das eine Sie? Sie hat mir in letzter Zeit eine Menge neue Leute geschickt. Das ist der Grund, warum ich diesen Campingplatz auf ihre Tauglichkeit hin überprüfe. Ich will nicht, dass ihr alle im Schlamm vergraben werdet. Das hier ist eigentlich schon einsatzbereit. Wenn du es willst, es braucht nur noch ein bisschen mehr Arbeit. Wie ich sehe, hast du schon eine Axt. Hier, nimm auch diese Hacke. Also die Dinge sind laut. Es ist immer gut, das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe zu haben. Benutze sie beide, um dessen Schutt zu beseitigen. Ja, machen wir. Minin hat Hunger bei der Arbeit. Also nimm das besser auch. Meine Tochter sagt, dass ich mich gesünder ernähren muss. Aber du wirst es besser gebrauchen können. You're still here, huh? Mit R, okay, R gedrückt halten. Okay. Ah, jetzt habe ich es weggemacht, aus Versehen. Ah! Verdammt. Ah, deine Verkaufskiste. Okay. Alles klar. Loot. Jetzt machen wir erstmal den Schutt da weg. Bäume will ich da lassen. Bergmeuchel nehmen wir mit. Noch irgendwas Schuttiges hier. Ja, da vorne haben wir nochmal Fässer. So, jetzt hat... Helden in Strumpfhosen. Ich bin ihr Anführer. Ja, gleich gehe ich zu Hodori. Erst muss der ganze Schutt hier weg.
drüben ist es noch ein bisschen was. Ein paar Steine noch und dann haben wir es. Lass die Tür mal ein bisschen näher her tun. Also tut mir leid, dass ihr mich jetzt so dunkel seht, aber geht leider nicht anders. Die Steine oder habe ich das jetzt? Nee, passt schon, oder? You talking to me? Yeah. Es gibt noch viel zu tun, aber es ist ein Anfang. Ich habe dieses seltsame Ding gefunden. Verwirrt? Ich habe eine Menge seltsame Dinge in den Minen gefunden. Aber ich bin mir sicher, was das... Nicht sicher, was das ist. Wer es findet, dem gehört. Es ist ja schließlich dein Grundstück. Ich habe noch andere Grundstücke zu inspizieren, aber es sollte jetzt genug Platz sein, um diesen Arbeitstisch abzustellen. Ich schlage vor, du konzentrierst dich darauf, ein Dach über den Kopf und einen Platz für den Stach zu bekommen, bevor du dir Gedanken über glühende Röhren machst. Ciao! Yep. Select Workbench from the Action Bar. Okay. Ah, okay. Dann kann man es mal hinstellen. Alles klar. Kann ich was bauen. Improvisiertes Zelt. Oh, ich brauche mehr Holz. Na dann. Haben wir noch ein bisschen Holz. Bisschen Platz brauchen wir schon noch. Wir bauen und bauen und bauen. Jetzt lassen wir es erstmal so. So, jetzt kann ich das erstellen. Zelt hergestellt. Das andere hergestellt. Ja. Das ist ein sehr kleines Zelt. Haben wir Platz? Ja,
eindeutig brauche ich mehr Platz. Wer ist Auni? Ach, da ist Auni. Wo hab ich's denn? Da. So, sprechen wir mit Auni. Hiya. Puh, so ein Glück, du bist noch nicht weg. Meine Mutter Delilah hat mir erzählt, dass es einen neuen Menschen in der Stadt gibt. Und hier bist du. Ich bin den ganzen Weg von der Farm hierher gelaufen. She wanted you to have this house warming gift, fresh diary from the Daya family farm. Welcome to Kilima. Und ich wollte, dass du deine Post bekommst. Ich bin Auni und ich kümmere mich um alle Lieferungen hier. Zweimal am Tag, jeden Tag, ob Regen oder Sonnenschein, um 6 Uhr morgens und um 6 Uhr abends. Eines ist sicher, meine Arbeit wird gleich viel interessanter werden. Magst du Post? Du siehst aus wie jemand, der gerne Post bekommt. Das Aussehen kann täuschen. Ich liebe es, Post zu bekommen. Sehr gut, dann wirst du ja mit dem zufrieden sein, was ich für dich habe. So, schau mal nach, das ist deine erste Postsendung, deine allererste, ja. Post. Bye. Rechnung, oder? Sei gegrüßt, I have been informed by China that you have emerged fully formed from the swirling mist. This is wonderful news. Happy day of mist birthing to you, new human. Other humans call me Aenor, and I would like to share with you the joy of fishing. Please take this rod into your possession and seek me out at your nearest convenient. Oh my god, convenience! I shall be located at the pier for the next few millennia. Als gelesen markiert. Hassian. Oh, die hat einen Bogen für mich. The warm it may concern. Das Rathaus verlangt, dass ich diese Briefe an neue Einwohner schicke. Einen Bogen und einen Satz Pfeile finden Sie im beigefügten Paket. Das Rathaus verlangt auch, dass ich Ihnen sage, dass ich Ihnen zur Verfügung stehe und Sie bei Ihrer Verwendung zu unterrichten. Während der Arbeitszeiten findest du mich im Dorf Kilima. Dies ist keine Einladung, meine Zeit zu verschwenden. Ich bin beschäftigt. Okay. Okay. Alles klar. Habe ich wahrscheinlich verstanden.
Kann ich schon noch neue Sachen herstellen? Noch andere? Nee, nur Pfeile. Harry! Ist ja riesig, angeblich kann man ziemlich cooles Zeug da. Ich habe auch eine alte Kupferpfeilspitze in unserem Garten gefunden. Ich finde aber nichts außer Steine. Oh. Der Gürtel der Pack-Scouts und auch ein Satz Rauchbomben. Ich bin Mitglied in Kilimas bestem und einzigen Käferfangverein. Das muss ich aber, wenn du nahe vorbeikommst, verrate ich dir, wie du sie einsetzt. Ah ja, okay. Aber ich wette, du bist jetzt hungrig. Du solltest mit meinem Vater Bartu sprechen, um zu lernen, wie man Essen anbaut. Und Riss, der im Gasthaus arbeitet, kann dir beibringen, wie man es kocht. Weißt du, alle warten darauf, dich zu treffen. Komm schon, wir machen ein Rennen. Ich will kein Rennen machen. Mag kein Rennen machen. Da sind die Pfeilspitzen. Da ist die Röhre, das ist das Ding. Okay. Leave your housing. Okay, ich verlasse es. Freunde hinzufügen, viele neue Freunde im Social Panel zu machen. Okay. The new startup studio, we're so excited that you've found your way to Palia. It can't be live without players like you giving it a chance. If you like what we're trying to create and want to support Palia further, the biggest thing you could possibly do is simply tell friends and family about Palia. It would mean the world to us. We really hope you enjoy exploring what Palia has to offer. Welcome home, the Singularity 6 team. Okay, I verstanden. Da ist einer, 72. Eigentlich ist wurscht, zu wen ich zuerst gehe, oder? Aiden. Aiden ist hier. Es ist Aiden. Da ist eine Quest. Speak your business. Hassian, Gradlock nehme ich an. Tu nichts überrascht, weil ich deinen Namen kenne. Ich weiß alles, was in diesem Dorf vor sich geht. Auch wenn neue Leute auftaucht. Mein Name ist Hassian und meine Aufgabe ist es, die natürliche Ordnung der umliegenden Wälder aufrechtzuerhalten. Sei gut zum Tal, dann werden auch wir uns gut verstehen. Aber wenn du die Natur missbrauchst, dann wirst du es mit mir zu tun bekommen. Deinen Brief erhalten. Mein was? Ach, diese formulierten Briefe, die ich für das Rathaus unterschreiben sollte. Meine Mutter ist die Schmiede in der Stadt, ein schlichter Bogen, dieser ist leicht zu bekommen. Es dauert Jahre, bis man das richtige Jagen lernen, fangen damit an, mit dem Bogen auf etwas zu zielen, zum Beispiel auf diese Chappas oder einen Zernuk, vielleicht gelingt es dir ja, dein Ziel zu treffen.
Ich bin gerne mit meinen Gedanken allein. Bin selbst meine liebste Gesellschaft. Vielleicht solltest du lernen, dich alleine wohler zu fühlen. What? Weißt du, wie wäre es dann mit etwas Leder? Ich arbeite an einer Weste für Hurricane getan. That's okay. Enough. Plop. Plop. Ist der jetzt da drin oder nicht? Schon, oder? Good to see you again. Oh, du bist ein Neuling, richtig, bla bla bla. Mein Name ist Rees. Manche sagen, der macht ein, komm her, kann man nicht mehr sehen. Okay. Ich bin nicht nur eine schlechte Nachricht, sondern versorge Kilme mit köstlichen Suppen und Eintöpfen. Komm nachher mal vorbei, ja, mit freundlichen neuen Gesichtern rede ich immer gerne. Kannst du mir das Kochen beibringen? Oh, du musst erst laufen lernen, bevor du schwimmen kannst. Es sei denn, du bist ein Fisch, aber ich bin mir zu 97% sicher, dass du ein Mensch bist. Warum nur zu 97? Warum fängst du nicht damit an, ein Lagerfeuer für deine Wohnung zu machen? Sobald du die Pilze wie ein Champion gegrillt hast, fangen wir mit den komplizierten Sachen an. Okay. Wenn du nicht für den Rest deines Lebens in einem Zelt... Ist es wahrscheinlich eine gute Idee, mit Kenley zu reden? Er ist der Bürgermeister, aber hey, ich werde es so oder so nicht... Okay. Okay, also ich soll mir ein Lagerfeuer machen und erstmal selber irgendwie versuchen. Saftnase. Hä? Auch da drin. Oh. Dein Ernst jetzt? Echt jetzt? Nice of you to turn up. Badru, oh, ein freundliches neues Gesicht, das ich noch nicht kenne. Ich bin Badru, der Bauer, und ich spüre, dass wir uns bestimmt grün sein werden. Aha. Du bist aber lila. Habe ich schon erwähnt, dass ich auch ein Stand-Up-Comedian bin? Man merkt's. Kannst du mir Grundlagen des Gartenbaus beibringen? Du bist hier richtig, wenn du dich für frische Ernte begeisterst. Ehrlich gesagt, es imponiert mir, wie du deinen Weg gehst. Wenn ich so mutig wäre, würde ich vielleicht mehr aus meinem Leben machen, als einfach nur über die Runden zu kommen. Das war nur ein Scherz. Das Leben auf dem Bauernhof ist toll. Vor allem, wenn man den Geruch von Ormudünger am Morgen liebt. Ich gebe zu, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich sag dir was, wir treffen uns später auf deinem Grundstück und ich zeige dir die Schritte. Sieht aus, als wärst du bereit, bei Kenley vorbeizuschauen. Er ist unser Bürgermeister, also wird er dir ein neues Haus besorgen. Okay. Oh, I see you're hailing it a day for now. Sifu. Das kostet Geld. Finally, someone nice. Mein Name ist Kenley Bahari, der erstgeborene Sohn des verstorbenen Kenju Bahari, der 118. Herzog des Bahari-Provinz. Ja, ist mir wurscht. Kenne ich eh nicht. Und Bruder von Kenyara Bahari, der derzeitige Herzog der Provinz Bahari. Ich bin der Bürgermeister des Dorfes und es ist mir eine große Freude und Ehre, dich hier bei uns willkommen zu heißen. Ich wollte mal wegen eines Hauses nachfragen. Ein Haus? Und du fragst mich nun, ich persönlich habe meins geerbt. Hast du das schon mal versucht? Ein Haus zu erben.
Ich will mein eigenes bauen. Oh, richtig, ja, natürlich, weil du gerade erst eingezogen bist. Das Grundstück wurde nicht mit einem geliefert. Ich kann mir sicher, ich habe den Papierkram hier irgendwo. Gib mir nur einen Moment. Oh nein, wo ist es? Ich werde euch was sagen. Geh und finde Tisch, unseren ansässigen Tischler. Bin sicher, dass sie sich freuen würde, ihnen ein paar Möbel zu besorgen, während ich diesen Formular suche. Ja. Super. Miguel. Tisch. Ich weiß, du bist hier. Hallo, Tisch. Bleib da, Tisch. Hi. Das Leben im Tal ist friedlich, nicht wahr? Kenley schickt mich. Dass du jetzt noch nicht machen kannst. Ich bin sicher, dass du dich inspirieren lassen wirst, sobald du anfängst zu bauen. Okay. Nice chatting with you. Sonnentropfenlilien. Stellen Sie einen Stuhl auf, stellen Sie einen Tisch auf, place a wardrobe. Fragst du Ihnen nach seltsamen Artefakt. So, Gina, wo bist du? Gina, where are you? Gina. Need any help? Ja. Hey, Grednog, schön dich wiederzusehen. Hast du dich schon eingelebt? Ich habe etwas gefunden, das dich interessieren könnte. Wirklich? Was denn? Wow, das ist unglaublich. Das ist wirklich eine uralte Strömungsbatterie. What the fuck ist eine Strömungsbatterie? Das waren die Energiequellen für die alten Menschen. Ah, die liefen mit Batterien? Ich habe schon überall nach so etwas gesucht. Und du sagst, du hast sie in einem Haufen Müll gefunden? Ich habe wohl einfach Glück. Muss wohl Schicksal sein. Nee. Na, heute ist definitiv mein Glückstag. Es könnte ein bisschen dauern, bis ich herausfinde, was das ist. Ich werde Ihnen einen Brief schicken, sobald ich etwas weiß. Du musst dich Ihnen sagen. Sag du zu mir. So. Hey, Luisa. Triff Badu bei deinem Grundstück. Ja genau, jetzt müssen wir erstmal zum Grundstück wieder. Danke fürs Warten, du bist bald zu Hause. Besuchen Sie Orte zu unterschiedlichen Zeiten. Sie werden eine neue Flora und Fauna entdecken. Hört sich gut an. Da ist Badu. Hallo, Badu. Badru. Schön, dich wiederzusehen, Frühlingsbohne. Hier sieht es ja ganz schön anders aus. Ich dachte, du wärst noch mit dem Aufbau des Zeltes beschäftigt. Das ist eine tolle Arbeitsmoral. Arbeitsmoral ist mein zweiter Vorname. Sonst gibt es hier ja nicht viel zu tun. Ich mag es, wenn es heimelig ist. Genau die richtige Antwort. Ich bin sicher, du wirst hier gut reinpassen. Das sagt er wahrscheinlich bei jeder Antwort, oder?
Ich wette, du hast dir durch das ganze Hacken und Schürfen schon Appetit geholt. Nun, wenn du Geduld hast, habe ich die Lösung für dein Problem. Glücklich gärtnern. Man muss nur ein paar Sonnenzyklen abwarten und voilà. Et voilà. Abendessen oder Frühstück, sogar Mittagessen, wenn dir danach ist. Ich weiß, es klingt nicht aufregend, aber glaub mir, nichts schmeckt besser als eine Karotte, die man selbst angebaut hat. Ich habe alle Werkzeuge, die du brauchst, auch hier. Na los, warum lässt du das Grundstück nicht einfach fallen und schaufelst es ordentlich durch? Alright, I'll leave you to it. Okay. Mhm. Eigentlich genau das gleiche wie bei allen anderen Spielchen. So, dann machen wir hier mal unseren Garten. So, ich habe nur eine Fläche. Echt? Nee, ich habe noch eine Fläche. Warum geht die zwei nicht? Okay. Dann brauchen wir... Wo ist er? Da ist er. Muss ich da jetzt echt... Oh, das ist ganz schön übel, oder? Was ist das denn jetzt? Muss ich da wirklich jetzt so dann alles machen? Aha, ich kann draufbleiben. Man sollte lesen, gell? Ha! Dann doch gezeichnet sozusagen. Jetzt macht das ein bisschen mehr Sinn. Draufbleiben. Müssen wir auch erstmal wissen. So, also wir können jetzt hier auf jeden Fall Farmer spielen in Palier. Wir können jagen gehen. Das werden wir später mal probieren. Genau. Jetzt haben wir das gemacht. Jetzt brauchen wir Samen. Haben wir Samen? Macht doch keinen Sinn, das jetzt zu gießen. Nee, das ist ja falsch. Ja, das bringt mir jetzt nichts. Okay, jetzt Bardu. Ich muss wieder zu Bardu. Ah, deswegen. Sie fragen sich vielleicht, was sie als nächstes tun. Leider pflanzen und gießen sich die Samen nicht von selbst. Ja, ja, das ist klar. Du wirst ein paar von diesen bösen Jungs brauchen. Betrachte sie als Einweihungsgeschenk. Sobald die Samen in der Erde sind, gehst du zum Teich, füllst diese Gießkanne und badest die Erde. Es könnte ein paar Sonnenzyklen und ein paar Eimer Wasser brauchen, aber vertrau mir, das Warten wird sich lohnen. Einige Dinge, die du pflanzt, können Auswirkungen auf die Samen in ihrer Umgebung haben. Möhren und Zwiebeln zum Beispiel verhindern das Unkraut.
in der Nähe wächst. Okay. Wenn du mehr Samen benötigst, kannst du dir bei Zirki welche holen. Alles klar. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen, Nachbar. Das wäre witziger gewesen, wenn ich dir Weizensamen gegeben hätte. Ich muss an meinen Materialien arbeiten. See you later, hot potato. The carrot, orange, okay. Wieder so. Moment, das müssen wir jetzt mal umstellen. Genau, das machen wir jetzt so. Okay. Ah. Okay. Du musst dann nur einmal drücken und dann hatten wir es schon gepflanzt. Jetzt 5. Water your seeds. Water your seed belts. Ja, ja. Habe ich schon verstanden. Ja, habe ich verstanden. Einzige, was es natürlich extrem nervig ist, ist, dass ich jetzt den Weg so blöd gewählt habe. Aber es geht relativ fix. Das heißt, ich musste wahrscheinlich nicht nochmal füllen. Muss ich jetzt auch Vogel verscheuchen? Glaub nicht, oder? Ernte eine Karotte, ernte eine Zwiebel. Okay, das dauert aber. Stelle einen Stuhl auf. Okay, jetzt kann ich dabei mal... Also, einen Tisch herstellen erstmal. What the... Was ist das? Was möchte ich herstellen können? Was ist das? Was ist das? Was? Lokkabinwanduhr. Okay, alles klar. Oh. Stellen wir es erstmal hier so hin. Wenn ich es nämlich jetzt mittig platziere, ist auch blöd. Jetzt werde ich erstmal Holz brauchen. Muss mein Werkzeug verbessern, sonst kann ich den Baum nicht abbauen. Okay. Nein, brauche ich jetzt gerade nicht. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Was zum Kuckuck habe ich jetzt gemacht? Was damit? Also geht doch. Also man kann wahrscheinlich in den Modus auch gehen, dass man von oben dann das Ganze anschauen kann. Das sind meine Holzbaukünste gestiegen. So, mein Zelt ist schon relativ groß. Folge kann man noch anschauen.
brauche eine bessere Axt für das eine. Das ist klar. So, das Schild würde ich gerne abhacken. Das gefällt mir nicht. Ah, es geht sogar. Tja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es geht. Okay. Aber das ist, finde ich, eigentlich ganz cool, dass er dir dann hier anzeigt, was da alles gesät ist. Eine coole Sache. So, jetzt den habe ich jetzt hergestellt. Jetzt kann ich mir einen Stuhl herstellen. Da ich ja mindestens zwei brauche. Ist das eine Fackel oder was ist das hier? Das ist, glaube ich, so Holzstand. So eine Fackel, glaube ich. Die man dann hinhängen kann. Dann probieren wir mal, was das ist. Log Cabin Curry. Ja. Dieser Holzträger engagiert sich voll und ganz für die Sache und stellt sich gerne zur Verfügung, wenn ihnen das Bauholz ausgeht. Okay. Alles klar. Noch einen Stuhl herstellen. So, jetzt habe ich einen Stuhl. Einmal. Plopp. Den reinschieben, oder? Wenn ich den reinschiebe, ist glaube ich nicht gut, oder? Weiß ich nicht, wie das sich in dem Spiel verhält. Also so würde ich mir zumindest wünschen. Aber ich glaube, man kann sich dann nicht hinsetzen, oder? Hm. Nee, es geht nicht. Also müssen wir den ein bisschen rausziehen. Wie ist denn das? Kann man sich da überhaupt draufsetzen? Oder wäre das vielleicht doch gegangen? Hm, weiß ich nicht. Na ja, egal. Schauen wir weiter. Was können wir noch bauen? Garderobe. Zaun. Hocker, große Fackel, Lagerfeuer. Lagerfeuer wäre ganz gut. Stellen wir uns mal ein Lagerfeuer auf, und zwar hier. Jetzt kann ich was grillen. Achso, mir fehlen noch Pilze. Mir erst ein paar holen. Schauen wir weiter. Und sie braucht irgendwelche Lilien oder irgendwas, hat sie gesagt. Glaube ich, waren das Lilien? Oder diese Pflanzen hier. Ne, die sind es leider nicht. Das hier vielleicht. Kann ich tauchen? Ah, ne, ich kann nicht tauchen. Kann ich tauchen? Zack, boop. Funktioniert anscheinend nicht. Also man kann nicht tauchen, man kann nicht schwimmen. Okay, ein bisschen schade. Zumindest jetzt am Anfang noch nicht. Ist ja lustig, der ist da hochgegangen wie ein Frosch. Moment, schau's nochmal. Geil. Hat was. Da ist der Zaun kaputt, den können wir auch nochmal reparieren. Grillte Pilze. Stimmt jetzt dann demnächst runter tun, weil sonst ist sie, glaube ich, kaputt.
Okay, jetzt müssen wir noch eine Garderobe herstellen. Brauche ich mehr Holz. Alles klar. Ich habe mein Holz. Geht nicht. Werkzeug erst verbessern. Eigentlich wie in anderen Open World Spielen, wo man sein Häuslein baut und sowas. Eigentlich ist das jetzt kein großer Unterschied. Grafisch ist es halt echt schön gemacht. Schaut echt richtig schön aus. Charakter ist auch okay, finde ich jetzt. Halt. Dann den Himmel habe ich noch gar nicht angeschaut. Okay, der Himmel. Ja. Mehrere Monde, oder? Da hinten, die Wolken schauen ganz cool aus. Aber wenn das jetzt halt Nacht ist, dann fehlen mir jetzt ganz ehrlich gesagt die Sterne. Ich hoffe, die kommen dann noch. Wäre nämlich echt cool, weil das ist eigentlich was ich immer recht schön finde, wenn Sterne noch mit drin sind. Und das würde ich jetzt als Anmerkung dann noch sehen. So. Die Garderobe brauche ich 40 Holz. Machen wir noch ein bisschen Holz. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich das gemacht habe. New World, Holzhacken. Also es ist, hier ist das Spiel ist auf jeden Fall etwas zum eher relaxen. Wenn ihr bei sowas abschalten könnt und sowas. Schau mal, wie das mit den kleinen Bäumen da drüben ist. Kann ich die auch abbauen? Hey. Geisterbäume. Ghost Trees können nicht abgebaut werden. Leicht auswählen. Ja, genau. So. Dann bauen wir den mal. Wir haben noch einen Zaun, weil da ist ein Zaun-Ding kaputt gegangen. Ah, da gibt's. Cool. Ein Bücherregal. Cool. Bücherregal, das schaut echt nett aus. Ja, okay. Verstanden. Oh, so eine Art Kanapé im Bett. Was ist eine Couch? Geht das für ein Bett?
Asta. Ada, Vada, Basta. Okay, jetzt kann ich dieses Garderoben-Ding da hinstellen noch. Und die Taste wieder nicht geht. Ja, stimmt, das ist mein Sack. Nachher schauen wir dann nochmal weiter. Sprechen mit Kenny hier von mir. Change clothes. Kenley! Government work is best done between. Wunderbare Neuigkeiten, ich habe die Formulare unter dem Bücherregal im Archivraum gefunden. Sie sind auch nur ein bisschen zerknittert. Au. Wenn Sie hier, hier und hier unterschreiben, kann ich Ihnen die Blaupause besorgen. Ach, und hier. Da haben wir es. Und ich habe sogar daran gedacht, die Baupläne mitzubringen. Die gehören jetzt dir, Gradnok. Ich schlage vor, dass Sie den Rahmen so schnell wie möglich aufstellen und mit dem Bau beginnen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich glaube, es ist Zeit, meine Pause. Okay. Passt. So, was brauche ich denn für ein... ein Haus. Das ist eine Couch. Lustig. Das verstehe ich jetzt nicht. Gründerbelohnung. Ah, cool. Windmühlendekor. Ja. Ach, das ist eine Deko. Kann man irgendwo draufstellen. Kann man raufstellen, dann kann man reingucken. Nicht auf den Schrank stellen? Oh, jetzt komm. Warum nicht? Dann stellen wir es auf den Tisch da rein. Ich hab's nur falsch rumgedreht. Haus. Provisorisches Zelt. Habe ich jetzt beides, oder was? Mhm. Mal meinen Bauressourcen hinzufügen. Okay. Steinziegel. Habe ich nicht. Oh ne, es ist abgebrochen. Nicht abgebrochen, jetzt ist ab. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, bis das jetzt wieder funktioniert, würde ich sagen, mache ich eine ganz, ganz kurze Pause. Ah, geht doch wieder. Mache ich doch noch keine Pause. So, da ist Tisch. Oh, gut, du bist noch da. Ja, klar. Kenley hat erwähnt, dass er den Bauplan für dein Haus gefunden hat. Also dachte ich, ich schaue mal vorbei und gebe dir ein paar andere hilfreiche Tipps. Wenn ihr euer Haus fertigstellen wollt, braucht ihr Steinblöcke und Splitterbretter. Also macht euch mit Holzfällerei und Bergbau vertraut. Du kennst doch unseren Gastwirt Ashura, oder? Er kann dir beibringen, wie man
ein Sägewerk für diese Bretter baut. Okay. Und Odari verkauft die Steinschmelze, die du für die Ziegel brauchst. Wenn er nicht im Dorf ist, schaut in der Mahari-Bucht im Osten nach. Okay. Freue mich so sehr, entschieden hast du, Kimi, dein Zuhause mal. Okay. Vielen Dank. Nette Markt. So, das kann hergestellt werden, das kann noch nicht herstellen. Das kann man alles herstellen. Einiges kann man aber noch nicht herstellen. Okidoki, erhalte das Rezept. Steinschmelz. Schließe den Bau deines Hauses ab. Okay, jetzt muss ich da raus. Boah. Wenn ihr gute Freunde seid, gebt einem Dorfbewohner ein paar Pralinen. Vielleicht blüht ja die Liebe. Ah, okay. Du kannst anscheinend mit den Dorfbewohnern wirklich eine Beziehung haben. Wäre ja auch ganz cool. So, ich würde sagen, ich mache einen ganz kurzen Break. Ich bin gleich wieder zurück. Geht gleich weiter. Und da sind wir auch schon wieder. So, jetzt hat. Sorry, mussten wir jetzt mal das noch zu trinken holen und auch mal kurz was nachschauen. So. Hallo Jasmin. Mal da runter. Kann nicht sein, der schläft. Schlafen geht nicht. Hallo, wir haben 6.44 Uhr, da kann der nicht mehr schlafen. Oni. Hi, hi, hi. Du hast deinen Gürtel und deine Rauchbaum, richtig? Bevor wir anfangen, musst du den Insektenfinderschwur ablegen. Sprich mir einfach nach, oh mein Gott, ich verspreche, die Natur und ihr Wesen zu ehren. Ich Bescheid zu geben, wenn ich etwas richtig Cooles sehe. Okay, na gut, aber du musst es mir trotzdem versprechen. Wir sind jetzt Insektenfreunde. Freunde zeigen sich gegen seine coolen Fänge. Ja, ja, wie auch immer. Willkommen mit dem Bugs. Warum versuchst du nicht für den Anfang etwas Leichtes zu fangen? Denk. Aber dran, dass bestimmte Wanzen nur zu bestimmten Zeiten auftreten. Okay. Ja, bye-bye. Das ist schön. Bestimmte Wanzen treten nur zu bestimmten Zeiten auf. Passt. Ich will jetzt gar keine Wanzen fangen. Komm, mach auf. Oh
Aufgewacht. Hallo? Lass ihn nicht einfach weiter schlafen. Leute. Hier was klauen? Kann man in dem Spiel was klauen? Ne, ich glaube nicht, oder? Oh. Open Store. Kann man mal an die Kasse gehen. Man kann trotzdem nichts klauen. Aber ich kann in die Kasse gehen. Oh, da gibt es einen Keller. Ist in den Keller? Oh. Ein Bootsanlegesteg und einen kleinen Tisch. Cool. Zum Betreten sie den Schlüssel von Rhys. Ah. Kann ich den holen, während er schläft? Ich bin ein Schurke. Nee, eigentlich nicht. Hier ist ein Bett. Komm, es kann nicht sein, dass du immer noch schläfst. Wir haben 7.50 Uhr. Meister. Drüben reinlaufen? Da drin ist er. Need anything? Ich weiß, dass es schwierig ist, sich an einen neuen Ort großer Arbeit geleistet. Ich dachte, ich helfe dir. Ich habe ein paar Herstellungsanleitungen zu verkaufen. Leben, dass wir anfangen können. Wahrscheinlich wirst du dir als erstes ein Sägewerk zulegen wollen. Und dann halten wir das mal. Genau. Ja, und wie kriege ich jetzt die... Ich muss jetzt was verkaufen. Was verkaufe ich dir denn? Verkaufe ich dir Steine? Das? Feuerstein. Ich könnte den Zaun verkaufen. Can't sell here. Warum? Thanks for dropping by. Hier ist da runter mit ihm. Komm. Nicht hier was verkaufen. Cancel hier. Kommst du jetzt runter? Brauchst du noch länger? Wo ist denn der jetzt? Immer noch nicht da. Ich will doch nur was verkaufen. Es ist 8.43 Uhr und der schläft immer noch. Kann nicht abbauen. Warum nicht? Kann ich auch nicht abbauen. Kann ich mich jetzt verarschen? Oh, das sind diese Dinge, oder? Das sind die Linien. Wie viel brauchst du davon?
Hoppe. Oh, schau mal. Süß. Das Kupfer gefunden, oder? Da sind nochmal welche von den Blumen. Da leuchten Sachen. Das ist zu... Nee, gar nicht mal. Ich dachte, das kann ich nicht abbauen, weil es zu groß ist. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht abbauen können, oder? Doch, geht auch. Inventar ist voll. Okay, müssen Sachen jetzt verkaufen. Aber ich kann das noch abbauen. Okay, dann schauen wir jetzt nochmal, ob er jetzt da ist. Irgendwas Spezielles. Brücke. Erstmal Sachen verkaufen gehen. Need anything? Ja, ich würde gern bei dir Sachen verkaufen. See you around. I totally wasn't sleeping. I have to leave for mysterious reasons. Will was verkaufen. Warum kann ich hier nicht verkaufen? Kann ich nur über die Handelstruhe verkaufen? Wäre doch dämlich, oder? Gegenstände verkaufen. Bei dir kann ich verkaufen. Das kann ich tatsächlich verkaufen. Das ist ein Deko-Gegenstand, den ich gekriegt habe. Den Zaun kann ich nicht verkaufen hier. Okay, das ist ja total bekloppt. Okay, das habe ich einmal. Das brauche ich wahrscheinlich schon noch. Lehm brauche ich, glaube ich, auch noch.
lassen wir jetzt mal. So, wo haben wir es denn? Wo bist du, Meister Sifu? Ich muss von dir Sachen kaufen. Jetzt bist du nicht mehr da. Ist ganz, ganz schlecht, dass du nicht mehr da bist. Nihau. Schmied? Ach, das ist die Schmiedin. Werkzeug reparieren. Ich will es eigentlich nicht reparieren, ich würde es gerne verbessern. Selber was herstellen. Ah. Mit dir können wir die Sachen kaufen. Arbeitstisch und sowas da. Irgendwer kenne ich zu. Man sieht irgendwie hier eine Manage. So, wo ist die kleine Tischlerin? Da ist die Tischlerin. Da bist du ja, Tisch. Nice to see a new face. Wir haben ein Geschenk für dich. Ist sie für mich gepflückt? Natürlich. Gefällt dir das Möbelstück? Ich fertige die meisten Stücke selbst. Meine Familie tischlert schon seit vielen Generationen diese Seite bei uns bis zum ersten Rad zurück. Ich wollte schon immer einen Tisch. So, C5 Nominal. Wo ist der Vollhorst jetzt? Mein Gott. Nur weil der Dödel meint, er muss jetzt da weggehen, oder? Okay, wo sind Friends? Da können wir einladen und so weiter und so fort. Alles klar. Anfragen. Ah, okay. Was ist P? P ist das gleiche. Alles klar. Quests. Stein für Stein. Diele für Diele. Freundschaft. Schlüssel. Eine Truhe. Mal schauen, was Tisch sonst noch mag. Aber das mit dem Feuerding finde ich eigentlich echt cool gemacht da. Auch lässig. Basic Schmelzofen. Okay, jetzt habe ich das.
Anyways. Das heißt aber, ich brauche noch mal ein bisschen Steine, die ich sammeln muss. Das ist nochmal so eine Pflanze. Da gehen wir nochmal zurück. Nochmal zu Tisch. I've got some new stuff in the shop. Ta-ta. Dann gehen wir mal zum Verkaufsladen nochmal. Dann hoffe mal, dass der andere Typ jetzt dann nochmal da ist und dass ich das Zeug nochmal kaufen kann, weil sonst habe ich ein Problem. Today just seems to drag on and on and on. Wenn ich Ärger will, ist ja klar, wir können reden. Langweilig, dass ich mich buchstäblich über das Trocknen und Wandfangen. Ich meine, im Ernst, ist dir schon einmal aufgefallen, dass Farbe ganz anders aussieht, wenn sie trocken ist? Ah ja. Ja, ziemlich faszinierend. Ja, super. Das ist ja der Wahnsinn. Egal, wo ich in meinem Zimmer hinsehe, ich sehe den Stil meiner Mutter. Es wäre schön, mal etwas selber gestalten zu können, weißt du? Wenn es nur ein Lotus oder so wäre. Ein Lotus? Nee, ich habe keinen Lotus. Ein Lotus habe ich jetzt nicht. Nee. Exit. Ich bin im falschen Gebäude gelandet. Ich wollte da nicht rein. Ich wollte eigentlich... Ah, da drüben ist es. Okay, das könnte reichen, wenn ich jetzt diesen bescheuerten Typen wiederfinden würde. Jetzt irgendwann. Sag mal, wer. Er ist nicht da. Die Kasse geht nicht, weil er nicht da ist. Dödel, die du dodel, dai. Wo ist er denn? Da hinten geht er rum. Wegpunkt setzen. So. Du entkommst mir nicht. Wenn ich dir einen Pfeil in den Po schießen muss. Ich muss es jetzt von dir kaufen. Egal, wo du jetzt denkst, dass du hingehst. Ich folge dir. Oh, schön. Richtig schön. So. Make the most of each day.
Jetzt bleib da. Na also, geht doch. Danke. So. Jetzt kann ich das endlich bauen. Da hinten ist Heimat, oder? Ist das da hinten? Ja, da hinten ist noch das Fischen. Ist das? Da will ich hin. Mal auskennen hier. Also endlos werde ich heute eh nicht streamen, aber so ein bisschen ein paar Sachen wollte ich jetzt hier mal nochmal probieren, bauen mal und mal schauen, wie sich das dann entwickelt, das Spiel, ob das dann ob es bockt oder nicht. Oder ob es dann relativ schnell langweilig wird, weil man dann irgendwo mal nicht mehr so viel zu tun hat. Ich weiß gar nicht, wo man dann sonst noch hin kann. Was ist das? Bahari Bay. Ach, da geht's dann wirklich noch weiter, okay. Emotion. Man muss sagen, das schaut echt schön aus. Post von Gina. Sei gegrüßt, Craig. I've been doing a lot of digging on the low battery you found. Humans used to use them to power all sorts of things. You know, there's this old door under the waterfall that I've been trying to open. It's just a little ways past the shrine we first met at. I've tried all sorts of things to get it open. Maybe this battery could be the key. Why don't you give it a try? This place used to belong to you people, after all. You really should be the first one to check it out. Okay. Also es ist ein bisschen Kuddelmuddel gerade noch, weil es ist Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch. So, ich muss euch gießen. Ihr seht schon, ist eigentlich ähnlich wie bei Animal Crossing oder irgendwas dergleichen. Oder auch, wie heißt's nochmal? Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Dream Valley? Ist Dream Valley? Wobei Dream Valley war das Problem bei diesem Disney-Spiel, dass. Also zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir ist es dann abgeratzt. Immer wenn ich dann die Gegend dann gewaltig umgebaut habe. Und dann war es leider immer aus. Das hat dann relativ genervt. So, also ich brauche Feuersteine. Und ich brauche... Oh. Starkes Fell von einem wilden Cernuk, alles klar. Und hier brauche ich... auch Feuersteine und Splintholz. Feuerstein. Ich hab doch Feuer. Hab ich die verkauft? Ich hab nicht die Feuersteine verkauft, oder? Doch, habe ich. Feuersteine verkauft. Oh mein Gott.
Jetzt habe ich ein bisschen Feuerstein. Feuerstein ab. Dann noch ein bisschen Holz. Und dann brauche ich Fell von Cernux. Das heißt, ich muss die kleinen süßen Viecher killen. Will ich das? Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Wir machen es einfach. Hier in meiner Gegend überhaupt solche Viecher zum Jagen? Ich glaube nicht. Ja, hier ist keine Karte verfügbar, okay? Hätte ich es nicht gedacht. So, schauen wir mal, ob ich jetzt einen Teil schon bauen kann. Vielleicht kann ich das Sägewerk schon bauen. Das andere, da brauche ich nämlich dann noch was dafür. Okay, jetzt lasst mal schauen. Also, das kann ich bauen. Mal schauen, was wir für das andere dann brauchen. Mein Inventar ist voll. Lustiges Sägewerk. Bretter bauen. Das dauert ein bisschen. Aber er macht das jetzt zumindest. Das ist gut. Was brauche ich, um das andere zu bauen? Okay, ich brauche das Fell. Dann kurz jagen gehen. So, schauen wir mal. Was ist das? Chapa Chapa Crossing. Schauen wir da mal hin.
Hm, da sind bestimmt größere Viecher. Ah, Mist! Ich hab's erwischt. Oh. Ich muss verkaufen. So, was kann ich verkaufen? Ich kann diese Hörner verkaufen, cool. So, ich habe hier 35 von den Dingern, weg damit. Hier habe ich das Lehm. Das ist echt blöd, weil ich das so viel habe, aber ich brauche das gerade nicht. Kann ich mir dann immer noch herstellen. Susukli. Eine Glückskiste. Ah, okay. Verstehe. So, dann hoffentlich finde ich jetzt so kleine Viecher. Auch diesen kleinen Minimarder. Ja, das ist die Frage, wie ich der einen finde. Da springe ich lieber nicht runter. Das ist nur ein Frosch. Da hinten ist so einer, oder? Nein! Scheiße. Da hinten wäre einer gewesen. Mist. Hier gibt es ganz viele von diesen Lilien. Jetzt viele Libellen und sowas. Viele Fische zum Fischen.
Brauche nur diesen grünen. Nicht grünen. Fisch. Nicht Fisch. Das Viech. Jetzt hat. Ein Chopper-Pelz. Ich habe nur einen. Zu wenig. Der war zu weit. Der hat gesessen. Oder auch nicht. Nicht gesessen. Der hat gesessen. Oh, die hat schon einen besseren Bogen. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich sie treffe. Nochmal so einen kleinen bräuchte ich. Ziemlich wenige dort hier. Aber da ist eine Truhe. Da war Gold drin. Und was habe ich jetzt da gekriegt? Zen Sernuk Chopper-Pelz. Gibt's Sachen, die ich herstellen kann, wo ich sehe? Hier drin sehe? Nee, oder? Collection. Ah, nee, sind nur die Gesten. Haustiere. Gibt's Haustiere? Okay. Mein Inventar ist voll, das weiß ich, aber ich brauche noch so einen kleinen. Da ist einer. Nee, ist ein Reh. Aber ich hab's erwischt. Ah, ich hab den Chopper verwählt. Hat nicht funktioniert und da war ein zweiter auch noch. Na toll. Zwei Stück. Wenn ich den jetzt erwischt habe. Nee. Hä? Ich habe keinen Pfeil mehr. Willst du mich verarschen? Kein Pfeil mehr. Verdammte Mist. Schläft schon. Ich muss Pfeile herstellen. Mein anderes Zeug. Meine Kiste packen. Wenn wir dann gleich mal testen, ob das Zeug dann angezeigt wird. Wenn ich es in der Kiste habe.
was ich auf jeden Fall brauche, ist mit Pfeile. Neue Pfeile herstellen. Ich habe nochmal Post. Und schauen wir mal. Wir werden uns auch demnächst dann wahrscheinlich wirklich offline begeben. Also das eine möchte ich jetzt schon noch fertig machen. Damit wir mal schauen, was das Haus dann bringen würde. Öffnen. Eine Milch, bei die Milchkanne kann ich irgendwo aufstellen. Sound kann man da rein tun. Mal schauen, was er jetzt dann sagt. Kann ich trinken, okay. Schatztruhe, ja. Warum heißt mit der? Die man aber nicht aufmachen kann, oder was? Das ist für ein Schwachsinn. Stück brauche ich davon. Nochmal Post. Gehört, dass du... Okay, alles klar. Tired of going... out hunting or bug catching, then having a drag your haul back to your house every quarter of a sun cycle. We look no further for your solutions and thank you. Backpack, increase your storage space and cuts the strips. Okay. Nina. Sieht aus, als hättest du die Fähigkeit nach. Warum schaust du nicht später im Mann Sägewerk? Okay. Das passt. Jetzt wollte ich hier schnell was schauen. Wie guckt das jetzt aus? Also. Melzofen kann hergestellt werden. Habe ich durch Zufall das Richtige. So, ein Schmelzofen. Okay, das dauert jetzt seit Ewigkeiten.
Let's have a proper chat. Wie ich sehe, bist du hier ziemlich fleißig gewesen. Das ist gut, sehr gut. Ja. Also, haben Sie etwas für mich? Was denn? Wie ein Einweihungsgeschenk natürlich. Moment, jetzt bin ich aber verwirrt. Ich glaube, du hast da etwas falsch verstanden. Ich hätte da einen halb gegessenen Pilzspieß. Oh nun, ich werde nicht Nein sagen. Wenn hier in Kilima jemand neu in die Nachbarschaft zieht, bringen sie kleine Geschenke für ihre neuen Nachbarn mit. Snacks, Spielzeug und so weiter. Falls du jemals zu einem der festlichen Abendessen eingeladen werden möchtest, solltest du dich überall vorstellen. Aha, und was willst du? Toodaloo! Ja, komischer Kenley. Komische Pfeife. Dann können wir diese Blockdinger hier. Brauche ich mehr Holz dafür? Was ist das? Maragrünes Teppichmoos. Mhm. Holz. Ah, Pfeile wollte ich herstellen. Genau, ich wollte Pfeile herstellen. Also, wenn ihr Lust habt, das Spiel mal zu spielen, es ist gerade in der Open Beta, deswegen könnt ihr einfach meinen Account aktivieren. Ihr könnt aber auch gerne über meinen Link reingehen, den ich bei meinen Infos stehen habe. Da könnt ihr dann einfach draufklicken auf das Palia-Logo, dann bekommt ihr hier rein und seid ihr bei meinem Freundschaftscode. Dann kriegt ihr, glaube ich, sogar noch irgendwas Feines dazu. Ja. Oder aber, ihr schaut einfach selber auf die Homepage und ladet euch das runter. Das ist euch überlassen, wie ihr das gerne machen möchtet. So, jetzt habe ich eigentlich genug davon. Dann kann ich jetzt halt mit dem wahrscheinlich mir ein paar Pfeile bauen. Dadurch kriege ich 20 Pfeile. Jetzt interessieren würde, kann man da herstellen, dass da mehr herstellen soll? Nee. Jetzt habe ich 60 Pfeile. ...80 und 100. Wäre dann ein Stack. Nochmal ein Stack. Pfeile hergestellt, sehr schön. Jetzt das Einzige, was mich jetzt halt hier ein bisschen aufregt, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, dass ich mich nicht hinsetzen kann. Also hier braucht er noch ziemlich viel Stein, also das dauert noch ewig, wenn ich da 100 Stück brauche.
Ne, da brauche ich nur 35, okay, das geht ja. Aber hier brauche ich halt extrem viel. Ich sehe gerade, dass ich nochmal Holz brauche. Wir müssen jetzt ca. 100 Holz haben, dass wir das da reinsetzen können. Dann holen wir uns nochmal rein, auch ungefähr 100, die wir da reinhauen. Das sind 80. Das passt schon. Mal klar. Die Bretter jetzt da rein. Die Steine da rein. Dann haben wir demnächst dann ganz viele Steine und alles. Dafür fehlt mir noch einen Pilz. Den einen Pilz, den können wir uns bestimmt mal schnell sammeln. Bestimmt einen kleinen Röhrling. So, noch einmal grillen. Und dann, glaube ich, passt das für heute.
Gegrillter Pilz. Alles. Das heißt, das schmeißen wir da rein. Schmeißen wir rein. Schmeißen wir erstmal rein. Auch rein. Ne, die Pfeilspitze behalten wir. Stein da rein. So, 122 Gold haben wir. Ja, ich würde sagen, ist doch gar nicht mal so übel. Das ist ganz witzig eigentlich. Also, ich denke, wir werden das demnächst nochmal ein bisschen weiter probieren. Vor allem hier mit dem Haus und alles. Dauert jetzt natürlich dementsprechend lang. Weil jetzt müssten wir hier Pflanzen gießen und noch andere Sachen machen. Da zeigt er eh schon an. Mal gießen müssen. Das ist ganz praktisch jetzt eigentlich, dass ich das noch gesehen habe. Also wie gesagt, ist eigentlich ist es ähnlich wie Dream Valley oder Portia, glaube ich, ist auch so, beziehungsweise Harvest Moon oder Animal Crossing. Nur ohne Tiere halt. Das sind Elfen und sowas. So, und hier Sägewerk zum Beispiel, also das sind halt Aufträge, die dauern halt ewig. Also die dauern wirklich lang. Deswegen, jetzt hier, wenn wir jetzt schauen, jetzt haben wir da ein paar Sachen gesammelt, aber das ist halt wirklich das, was lange dauert. Hier können wir jetzt die restlichen reintun. Können wir auch ein bisschen was reintun, aber wir brauchen halt wirklich viel Zeug dafür. Da haben wir noch mehr Post? Noch andere? Ah. Okay. Alles gesammelt, sehr gut. Kann den keinen Bart erstellen. Schade. Okay. Würde ich sagen, tun wir uns hier mal ausloggen. Dann machen wir das nächste Mal weiter. So, in diesem Sinne, wünsche ich euch eine gute Nacht. Pennt's gut und bis demnächst, eure planlosen Zocker. Servus, ciao, ciao.